Knut Bergmann, Leiter des Berliner Büros des Instituts der Deutschen Wirtschaft, warnt im Interview mit der Rheinischen Post vor dem wachsenden Einfluss der AfD. Obwohl er die Stärke der Partei insbesondere in Ostdeutschland beobachtet, lehnt er es ab, daraus den Untergang der deutschen Demokratie abzuleiten. Laut Bergmann könnten die AfD und das Bündnis Sahra Wagenknecht bei den anstehenden Landtagswahlen 2024 eine knappe Mehrheit erringen. Laut ihm könnte dies dazu führen, dass die AfD zum ersten Mal einen Ministerpräsidenten stellt. Er betonte jedoch im Gespräch mit der Rheinischen Post, dass dies weniger ein Problem auf Bundesebene wäre, da der Einfluss eines solchen Bundeslandes im Bundesrat gering wäre. Auf die Frage, ob die etablierten Parteien eine Koalition mit der AfD in Betracht ziehen sollten, antwortete Bergmann, Zitat, "Wir haben nicht 1932, Alice Weidel ist nicht Adolf Hitler. Es hilft nicht, die Nazi-Keule rauszuholen, das ist zwar intellektuell bequem, trägt aber zur Zementierung der Lage bei. Eine konstruktive Auseinandersetzung mit den Inhalten der Partei wäre seiner Meinung nach zielführender." Zudem hält der IW-Chef Koalitionen zwischen den etablierten Parteien der CDU oder SPD und der AfD auf kommunaler Ebene durchaus für denkbar. Für ein generelles Parteiverbot der AfD zeigt er sich skeptisch, nicht zuletzt aufgrund hoher rechtlicher Hürden. Anstatt Verbote anzustreben, sollte man lieber die sachliche Auseinandersetzung mit den Inhalten der Partei suchen, so Bergmann.